Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit Zwiebel Knievel. Hier, nee, Moment, da ist er. Zwiebel Knievel. Zack. Hell yeah. Aufnahme. Yeah, man. That's the fucking greatest. Und hier Zocker vom Hocker und so weiter. Hallo, wir sind wieder da. Hallöchen, Popöchen. Das ist echt geil, wenn man so nah ranzoomt, irgendwie an die Gesichter. Total, ne? Ich liebe diese Zoom-Funktion. Einmal auf die Augen reinzoomen. Wir sind gerade am Häuschen bauen und am Kochen und am Machen und am Tun. Und ich glaube, da müssen wir jetzt mal weitermachen. Genau, die Jungs gehen dann direkt wieder weiterbauen. Gestern haben wir Estrich. Gestern ist der Estrich gegossen worden in der Butze. Jetzt ist er trocken, jetzt können wir Laminat reinknallen. Hast du Laminat? Ich finde ja Laminat in Wirklichkeit gar nicht so geil, muss ich sagen. Ne? Parkett ist schon geiler oder Dielen halt. Ne? Ja, du hast ja so schöne Dielen bei dir. Hat man ja gesehen in deinem Lemon Face. Stimmt, da sieht man das, ja. Ja, stehe ich total drauf. Also ich meine, das ist so typisch Berliner Altbau, irgendwie mit den mit diesen Kiefern. Ich muss noch mal ein bisschen Holz holen hier. Guck mal, wie sieht denn das aus mit der Birke hier so? Ja, ist doch super, finde ich total gut. Ist hell, ne, passt zum Strand. Ja, ja. Ich hatte ja vorhin ein bisschen nachgedacht, was wir hier mit dem Eingangsbereich machen. Ja. Weil das Ding ist ja, wir können ja nicht hier überall Glas mit der Tür, das sieht ja scheiße aus. Die Tür braucht ja ein richtiges Fundament. Genau. Ne? Deswegen habe ich hier diesen Rahmen mal hingebaut. Sehr schön. Ne? Ist nur die Frage jetzt da oben, Glas sieht dann ja auch wieder bescheuert aus, oder? Da müsste man doch hier sagen, komm, dann mach mal hier zu oder so, mach da so einen Türbereich. Komplett aus Stein, so, oder? Ah, das erschlägt einen, glaube ich, aber fassadentechnisch ein bisschen. Ja, ja, das ist schon wahr, aber. Na, ich doof. Aber wie willst du es sonst machen? Fuck. Warte, lass mich mal kurz hier den Boden fertig machen. Ja, mach mal Boden. Ja, ja. Bleibt ja der Grundstein eigentlich drin, oder? Ja, lass mal drin. Ist doch ganz schön. Der Grundkürbis. Ja. So, während die Jungs da hinten bauen, gehe ich noch mal ein bisschen Hölzchen abbauen, damit ich noch mal Holz bekomme für uns. Die Birke lass mir mal bitte, falls du, Ich wollte mich eigentlich auch um meinen Garten kümmern, fällt mir gerade auf. Ja, du, der Garten. Wir müssen ja eh noch mal zurück in die alte Behausung. Nee, hier meinen neuen Garten. Ja, aber wir haben doch so viel Samen und Früchte schon, die wir ernten können aus dem... Ja, die aus dem Algengarten, die habe ich ja mitgebracht. Ach so, komplett leer geerntet. Ja, die sind schon da. Ach so, Mensch. Nur das Holz habe ich erstmal da gelassen. Der Gärtner. Bring auch noch ein bisschen Birke mit, ne? Ja, kannst du machen. Oder braucht ihr die nicht mehr? Doch, wir brauchen schon noch. Aber Birke auf jeden Fall. Ich bin auch gerade dabei, hier schon ein paar Birken zu fällen. Ich bin auch gerade am Holz fällen. Ich finde es ja geil, dass wir so viele Birken hier haben. Sowieso feiere ich Minecraft, musst du ja sagen. Wegen dieser ganzen Vielfalt jetzt schon an Hölzern und so, das ist echt geil. Jo. Ist doch verrückt, wie das Meer geworden ist, ne? Ja. Also über die Jahre. Naja, und gut, hier Feed the Beast liefert ja auch noch, glaube ich, einige mehr, aber... Feed the Beast ist ja eh krank, aber... Aber ich finde es halt schon genial, wie das so angefangen hat mit den einfach nur Holz. So. Ja. So. Aber das Krasse ist ja auch, dass auch einfach auch in der Zeit, wo du einfach nur Holz hattest, da war ja auch schon... Da hast du ja auch schon, was du da an Zeug gebaut hast. Ja. Also. Aber ja halt nicht Sonnevielfalt, ne? Mhm. Also hast ja echt jetzt 8 Milliarden Holzarten, die du nutzen kannst. Das ist schon echt krank, ey. Aber geht euch das nicht außer, dass es auch ein bisschen einen auch manchmal fast erschlägt, so diese Auswahl? Also ich habe das so, wenn ich in eine Kiste reingucke und denke, ach komm ey, das ganze Zeug kennst du eh nicht. Ja. Ist egal, dann hole ich jetzt eh nur das, was ich eh schon kenne. Raus. Das Schöne ist halt, du kannst die Bäume nachher, kannst du auch kreuzen. Und ach ja, schon wieder neue Baumarten. Wie abgefahren. Das ist ziemlich abgefahren, und, dann kannst du da halt auch wieder verschiedene Früchte von ernten. Und wenn du das mit den Bienen zusammen machst, die Sache dann mit machst den du ja so einen Baumgarten und kannst dann nachher halt so eine Bienenzucht dir erstellen und die Bienen befruchten dann die Bäume. Nee. Doch, die wachsen dann quasi. Ah, ist ja geil. Ja, ja, das ist schon geil, was da mittlerweile schon für eine Infrastruktur dahinter steckt. Oder was heißt, ist ja keine Infrastruktur. Das ist ja eher so ein Mikrokosmos dann schon eher so ein. Dass das eine auf das andere angewiesen ist und so und das ist schon cool. Das ist schon echt krank. Ja. So, jetzt hier nochmal ein paar Hölzchen sammeln. Hier war doch auch eine Kuh, oder? Unterwegs. Wo ist sie denn? Hallo. Also ein bisschen Creeper.
nicht unser Haus. Jetzt haben wir plötzlich was zu verlieren, jetzt müssen wir aufpassen. Und Spinne, na toll. Das ist ja auch der Grund, warum die Creeper sind ja eigentlich das Einzige, was wirklich gefährlich ist, so gefühlt. Mhm. Weil sie einen schönen Sachen wieder kaputt machen können. Ganz genau. Ha, ich hab ihn erlegt, alten Drecksack. Die Drecksau. Ja, der Eule Drecksack. Und wir haben hier nämlich auch schon ein paar Bienenstöcke stehen. Das heißt, wenn wir irgendwann mal einen Kescher machen können, dann können wir die Bienenstöcke hier abmachen. Sollten wir auf jeden Fall machen, auch wenn wir die erstmal noch nicht brauchen. Woraus macht man denn überhaupt einen Kescher? Ja, muss ich gleich mal gucken im Rezeptebuch. Aus diversen Ingredienzien. Ja, genau. Die musst du aus irgendwelchen diversen Sachen machen. Was? Spinne, Arsch. Geh weg. Spinne, Arsch und Zwirn. Hab ich mich erschrocken. So, ich habe ein bisschen Birkenholz gesammelt. So, daraus machen wir jetzt noch mehr Laminat. Le Laminate. Das gute Laminat. Das wunderbare Laminat. Hast du auch so eine Heimwerker-DVD mitgebracht, so wie man Laminat verlegt für Anfänger und so? Am besten noch mit so einer total übersteuerten Stimme, wie beim Baumarkt immer so. Genau. Geil. Auf so einem kleinen blöden Fernseher. Auf so einem kleinen Röhrenfernseher, der schon mehr Schatten hat als alles andere, genau. Oder mit Jupp. So, Laminat legen leicht gemacht. Was brauchen wir? Wir brauchen erstmal Gastbier für die ganze Helfer, ne? So. Dann Hammer. Hammer ist immer nicht verkehrt. Soll denn hier eigentlich der gesamte. Ja, das machen wir auch aus Dings, ne? Der so. Außenbereich? Ja. Bis wohin soll denn das reichen, das Gehölz? Ich würde sagen, wir machen die beiden hier, die ich gerade noch weghaue, da noch Gehölz. Ja. Und dann hier machen wir dann pur Sand-Wohlfühl-Area. Ach so, das ist so ein bisschen die Chill-Out-Bereich, ja. Ich finde das ganz geil, dass man so ein bisschen wirklich so zum Strand raus kann, sozusagen, dass das so ein bisschen eins ist. Willst du hier nochmal eine Tür hinmachen oder so ein Gartenzaun wäre doch cool. Warte mal, ich komme mal gerade rüber, ich habe mich gerade hier angebaut. Ja, warte. Ja. Bock, wo bist du denn? So, hier, ich war beim Garten. Ach so. Geil, der Garten. Wo würdest du. Ich würde das ja fast offen lassen hier drumherum. So komplett? Also, das hier würde ich einfach offen lassen. Ja. So? Okay. Ja, genau. So würde ich das lassen, da bin ich da oben ein Dach drüber halt. Damit wir auch bei Regen auf der Veranda sitzen können. Ja, sehr schön. Mhm. Das fände ich, glaube ich, geil. Da können wir uns hier schön ein paar Möbel hinstellen noch. Und hier jetzt dann quasi nochmal zumachen, ja? Noch einen höher und dann zu. Also jetzt oben sozusagen, sag mal, ich kann das auch mal. So, und jetzt hier oben noch einen und dann hier so zu. Genau, und dann hier das hier sozusagen noch zumachen. Da kommen dann auch Zimmer hin oben in der ersten Etage dann. So. Super. Genau. Okay. Guck mal, das ist doch super, da kann man hier total nett sitzen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. Total nett sitzen. Das wird herrlich. So. Ich prophezeie euch, wir werden mehr den Hintereingang hier benutzen als den Haupteingang vorne. Weil der einfach schöner aussieht. Ja. Aber das hier vorne mit der, also ganz, muss ich dir leider sagen, mit der Fassade. Das sehe ich ja auch so, aber wie machen wir es sonst? Ich baue es auch gerne selber wieder weg, daran soll es nicht liegen. Musst du ja nicht, darum geht es ja nicht. Aber wie machen wir das jetzt? Ja, und wenn wir das so lassen, so aufgelockert, guck mal. Ja. So. Mutti! Und dann komplett alles Glas, oder wie? Wie hast du schon ungefähr einen Termin für Glas? Moment. Was wäre denn, wenn wir das so machen? Bestücken hier. Was ist das denn? Sieht auch kacke aus. Sand. Ich komm noch mal vorbei und bringe dir auch noch ein bisschen Sand. Vielleicht können wir ja tauschen, schon ein bisschen. 48 Glas habe ich. Jo, sehr geil. Wo willst du denn den Sand hin haben? In welche Kiste? Oben, unten? Unten? Alles klar. Sand. Okay. Hinterlicht Glas. Sehr schön. Haben wir eigentlich noch ein bisschen gefackelt? Ich habe noch 8 Fackeln, ansonsten liegen halt da hinten eine ganze Menge rum, ne? Also, echt, da liegen welche? Naja, Kiste oder was? Die stecken halt da in der Ach so. Im Boden. Ja. Das meinte ich. Ich habe noch 5. Ja, vielleicht gehe ich auch mal eine Runde Bäume hacken. Das war wieder ein bisschen. Du, dann nimm doch, ich hab noch ganz viele Stacks Dings dabei.
Und, ach nee, warte mal, ich mache uns Sticks. Ich habe Eichenholzbretter, da mache ich uns einfach ein paar Sticks. Wie viel brauchst du denn? Wie viel Fackeln? Ich hab, Sticks habe ich noch, Leute, ne? Sticks habe ich noch im. Sticks habe ich auch, aber Kohle ist ja das Problem, ne? Mache hier gerade noch Charcoal. Mhm. So, also wir können ja dieses Fenster schon mal verglasen, ne? Das steht ja schon mal fest. Die Front sozusagen. Oder warte mal, oder wollen wir Dings machen? So. Glasscheiben. Zwiebelchen. Ja. Ich habe hier noch 32 Birchwood. Okay. Warte mal, ganz kurz. Wollen wir Glasscheiben machen oder wollen wir Glasblöcke machen? Ich würde eigentlich, also ich meine, materialmäßig machen die Scheiben Sinn und eigentlich finde ich sie auch schöner, glaube ich. Dann machen wir, na gut, dann machen wir Scheiben, weil du kriegst auch 16 Scheiben raus. Ja, eben, ja. Vielleicht können wir bei der Tür dann auch Blöcke machen oder so. Hm? Ja. So, dann schauen wir mal. Da muss ich leider jetzt hier mal ein paar Oh, ist das toll mit dem Sonnenaufgang. Ramon. Ich mache hier mal eine kleine Aufnahme vom Berg aus. Sollen wir mal den Sand hier nachliefern? Schau mal da. Das wird schön. Ich hole noch mal ein paar Birken weg. Genau, klopp sie um. Stone. Und einmal ein paar von denen hier. So, weiter Glas. Braucht ihr noch Stein? Stone Blocks? Ah, da schießt einer auf mich. Oh, ey. Steinblöcke? Assi. Nö. Habt ihr noch? Also ich brauche jetzt keine mehr. Achso, du meinst für die gebackenen? Ja, ja. Du brauchst jetzt nicht extra herbringen, das reicht schon. Ich hau dich, welche. Hau dich kaputt. Brauchst du Hilfe? Ja, so, nö. Musst du nur kurz hier ein Skelett mal kurz verdreschen. Ja. Bei mir sind die Skelette, oh, und somit kommt die auch noch, sind unsichtbar quasi. Weiß? Dann stimmt aber irgendwas an deinem ja. Dingspack nicht. Waren sie letztes Mal nicht, aber jetzt sind sie es. Also bei mir haben, welches nutzt du denn? Welches, Ressourcenpack, also welches? Hier das Hills da, das Chroma Hills. Habe ich auch. Und bei mir haben die so eine Totenkopfkapuzen auf. Ja. Bei mir ist auch nur der Körper unsichtbar, sind nicht komplett unsichtbar. Okay. Keine Ahnung. Passt aber ganz gut, sind halt Gespenster. Stimmt auch wieder. Ich glaube übrigens nicht, um die Diskussion nochmal ganz kurz aufzugreifen, ich glaube nicht, dass da noch ein Berg dran hängt an dieser merkwürdigen, dubiosen Plattform, die da gerade hinter der Sonne schwebt, vor der Sonne schwebt. Ja, du. Der die Sonne gerade aufgeht. Ja, stimmt, das, ach, scheiße. Da bist du ja so der, hattest du ja gleich am Anfang gesagt, ne, dass das so. Es wirkt, ja. Gottes Platz. Ich meine, verwunderlich, dass er sich da nicht was Schöneres gebaut hat, aber. Naja, also, er ist halt ein Gott, der seinem Volk nahe sein möchte. Ja, ja. Steckst nicht drin, ne? Steckst du nicht drin, genau. So, also jetzt ist hier. Mutti, darf ich mal ganz kurz einen Ofen missbrauchen, hier um ein bisschen Kohle herzustellen? Ja, du kannst dir einen Ofen nehmen. Komm, ja, gut, wir müssen mal gucken kommen. Also vielleicht liegt es so ein bisschen am Texturenpack, aber es sieht so ein bisschen aus wie ein Knast. Oh, was, unser Häuschen? Ja. Welchen Ofen willst du denn? Ich wollte hier den oben rechts. Ich bin nur gerade zu doof. Warte mal. Hä? Und mal oben rein. Ja, cool. Ich mache auch gerade noch Kohle, ne? Brauchst du Kohle? Ach so, ja, genau. Ich wollte gerade ein bisschen Kohle. Hier. Kohle. Nehme ich. Dankeschön. Bitte. Gibst du mir dann das Holz? Fucken. Ja, ist das hin? Christa, da ist es. Ich habe das ist auch noch ein bisschen was hier da. Achso, die Stöcker nehme ich wieder mit. Danke. Achso. Dude, achso. Ja, genau. Sehr gut. Dann baue ich mir jetzt hier noch. Ups. Wie soll unser Haus eigentlich heißen? Die Villa. Kunterbunt. Nein. Villa. Kunterbunt. Ja, aber sie ist nicht besonders bunt bisher. Nein, das ist. Braucht ihr noch Glas? Aktuell nicht. Also, wenn, dann hole ich es mir gleich ab. Okay. Wie soll es denn heißen? Kann ich nochmal eben ein bisschen schnell Holz holen? Nochmal was? Wie heißt denn unser Häuschen? Die Villa Weiß. Villa. Villa Schwarz. Villa del Sol. Ja, aber hier haben wir hier so schön
Sonnenaufgang und so. Azzurro. Azzurro? Ist das nicht blau? Ja, wir haben ja auch Wasser hier, oder nicht? Ach so, na pass auf, dann haben wir hier die blaue... Machst du ein Schild dran schon? Ja, ja. Oder was? Ich mach's, pass auf, geil. Oh, oh, Spalte. Was? Boah, muss ich gucken, dass ich hier nicht reinfall, ey. Ui, 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 ui. Dicke Löcher. Wir müssten eigentlich auch mal da die Höhle da mal erforschen unter unserer... So, das ist jetzt ein ganz toller Name für das Haus. Oh, wir haben schon wieder Folgenende. Tatütata. Warte, ich will noch kurz gucken, wie das Haus heißt. Wollen wir uns vom Haus treffen? Ja, lass uns vom Haus treffen. Moment, bin gleich da. Ist doch ein guter Anfang. Also, kann man nichts sagen. Ne? Aber findest du nicht, dass es so ein bisschen was von Knast hat? Ja, durch das Glas, ne, irgendwie. Ja gut, durch das Texturenpack halt. Wir können ja gleich offscreen mal wechseln und gucken, ob es vielleicht in einem anderen Texturenpack besser aussieht. Und dann spielen wir halt mit dem weiter. Oder, warte mal, ich mache halt hier hinten nochmal. Wir können ja einfach mal so im Vergleich gucken. Aber ich glaube, in diesem Chroma Hill ist halt alles auch so ein bisschen comic-mäßig. So, guck mal. Wir machen halt, ich meine, gefärbtes Glas wäre auch noch eine Option, ne? Guck mal, ich habe jetzt hier auf der Seite habe ich mal die Glasblöcke, aber die sehen genauso aus. Aber ich sage, das macht überhaupt keinen Unterschied tatsächlich. Nee. So, dann hauen wir so wieder raus hier. Ja, das ist eine Villa in der blauen Lagune, sehr geil. So, wir hatten hier den Anfang gemacht. Der Mr. Miss war dran. Ich war dran. Ja, dann mache ich den Anfang und auch das Ende hier vor der weißen Villa in der blauen Lagune. Genau. Sehr schön. Und wenn man überlegt, dass hier vor wenigen Folgen noch nur ein Grundstein lag und davor gar nichts war, die ganze Gegend wüst dahin lag, dann sind wir doch schon ganz schön weit gekommen. Ja, finde ich auch. Ich gehe mal eben eine Runde baden. Mhm. Sieht gut aus, ne? Du sollst jetzt nicht baden gehen, sondern tschüss sagen. Bin wieder sauber. Wir sagen jetzt tschüss und dann gehen wir zusammen aufs Screen nackt baden, ne? Genau. Juhu! Musst du mal eben kurz das ganze Kochfett hier abwaschen. Den ganzen Küchenrasen mal abwaschen, ja, genau. Den See kannst du dann wegschmeißen, das ist schade, aber na gut. Na super. Dö. Badumpf. Hättest du mal das Meer genommen, aber naja. Genau. Mhm. Und da müssen wir noch in so einen Durchgang graben. Das sind hier so Wasseraustausch. Aber in dem See können wir dann jetzt den See können wir jetzt mit dem ganzen Kochfett nutzen, um unsere Pommes zu frittieren. Nee, da kannst du jetzt einen Docht reinhängen, der brennt dann 4 Wochen lang, genau. Also gut, liebe Leute, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, ne? Jo. Jo. Macht es gut. Bis denn. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.